Was zur Hölle? Und damit mal wieder ein fruchtiges Willkommen zu einer weiteren Minecraft-Testversionsvorstellung. Endlich ist sie da, die erste spielbare Testversion zum kommenden großen Nether-Update in Minecraft. Unter anderem als Beispiel haben wir neue Biome bekommen, es wird auch dort neue Pflanzen, unter anderem auch neue Holzarten geben, mit denen man dann auch zum Beispiel neue Türen und so craften kann. Es wird ein neues Erz geben, mit dem man dann Ausrüstung herstellen kann, die tatsächlich besser ist als Diamantausrüstung und natürlich auch schwieriger zu bekommen und viele, viele weitere Sachen. Und ein Großteil der neuen Inhalte ist jetzt in dieser ersten Testversion schon drin und die möchte ich euch gerne so ein bisschen zeigen, so ein bisschen vorstellen. Wie immer, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon so haltet und ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, teilt das Ganze und los geht's. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal so ein bisschen in den neuen Biomen um. Das erste ist der sogenannte Crimson Forest, also auf Deutsch wahrscheinlich Purpurwald. Das Ganze ist so ein rötlicher Wald, den findet ihr eigentlich relativ häufig. Und der besteht aus ganz vielen großgewachsenen Pilzen. Das sind wirklich Pilze und ihr seht, die haben alle möglichen Formen. Also es gibt sie relativ dick gewachsen mit teilweise auch mehreren Stämmen. Und es gibt sie auch teilweise relativ einzeln groß gewachsen. Hier vorne zum Beispiel richtig hoch nach oben. Also wirklich auch viele verschiedene Varianten. Und das Ganze besteht natürlich hier auch aus vielen neuen Blöcken. Ein Block, der bereits bekannt ist, ist das Laub hier oben. Das ist der Netherwarzenblock. Den gab es ja bereits. Aber zum Beispiel der Stamm, der ist neu. Und das ist tatsächlich auch eines der neuen Holzarten. Damit könnt ihr weitere Sachen craften, werde ich später noch zeigen, sind relativ rötlich, kann man vielleicht auch schon erahnen. Dann haben wir hier solche Ranken, die hier runter wachsen. Weeping Vines, die wachsen auch tatsächlich nur unter dem Block, also nicht an der Seite. Und da kann man, soweit ich es mitbekommen habe, auch nicht hochklettern. Einfach ein bisschen Deko. Das sieht auch hier auf den Stämmen so aus, als wenn das hier lang gerankt ist. Dann haben wir auf dem Boden einen neuen Block, den Crimson Nilium. Ist einfach so eine Art Pozzol, so eine Art Mycelium. Könnt ihr übrigens auch bekommen, wenn ihr mit Knochenmehl über einen Netherrack-Block geht hier. Dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen ausbreiten, falls ihr das möchtet. Dann haben wir jetzt hier oben noch ab und zu einen neuen Leuchtblock, den sogenannten Schwumlight-Block. Und der ist schon mal relativ cool vom Aussehen her, der gefällt mir, den kann ich mir auch sehr gut in meinen gebauten Sachen vorstellen. Und ihr bekommt ihn im Moment als ganzen Block. Das heißt, wenn ihr ihn abbaut, droppt der ganze Block. Ihr habt nicht wie beim Glowstone so ganz viele kleine Teile, die ihr wieder zu einem neuen Block craften müsst. Nee, ihr bekommt den kompletten Block, das ist auch ziemlich cool. Und hier unten wachsen auch noch ein paar weitere Pflanzen. Also zum einen haben wir hier sogenannte Crimson Roots, also Crimson Wurzeln. Die haben, glaube ich, im Moment noch keine Verwendung. Zumindest habe ich noch keine gefunden. Und wir haben die Crimson Fungis. Und wenn ihr die mit Knochenmehl bearbeitet, dann bekommt ihr diese großen Pilze. Deswegen, es sind definitiv Pilze, keine Bäume. Die blauen Pilze, die ab und zu hier wachsen, die gehören eigentlich zu einem anderen Biom. Das sind die Warped Fungis. Und dieses Biom werden wir uns als nächstes anschauen. Das ist nämlich gleich hier nebenan. Es gibt nämlich noch einen zweiten Wald. Und das ist der sogenannte Warped Forest. Also so viel wie versteckter Wald, verborgener Wald. Und der ist, glaube ich, ein bisschen seltener. Aber auch nicht so viel. Und das Ganze ist einfach nochmal das gleiche in einer blauen Variante. Also ihr habt zum einen hier auch diese blauen Pilze, die bestehen aus dem Warped Stem. Also eine zweite Holzart. So ein bisschen bläulich-grün. Dann habt ihr hier einen neuen Warzenblock. Das ist das Laub. Und auf dem Boden passend dazu das Warp-Nilium. Also wenn ihr hier Knochenmehl verwendet, bekommt ihr natürlich auch den Warp-Nilium-Boden. Und ein paar neue Pflanzen gibt es auch. Also zum einen haben wir hier die Warped-Fungis. Das ist quasi die Variante, damit diese Bäume wachsen. Dann haben wir hier die Warped-Roots. Passend zu den Crimson Roots. Im Gegensatz zu dem anderen Biom gibt es hier aber keine Ranken. Dafür ab und zu hier solche Nether Sprouts. Also
Nethersprossen. Und hier neben haben wir dann tatsächlich auch gleich das dritte Biom. Und das sind die sogenannten Seelensandtäler, Soul Sand Valley. Und die sind ziemlich, ziemlich interessant. Denn sie sind normalerweise recht leer, also wirklich wie die Täler schon sagen. Aber ihr findet hier zum einen relativ häufig Fossile, auch teilweise richtig, richtig große. Also deutlich größer als die, die man in der Oberwelt finden kann. Dann gibt es hier solche Blockstrukturen, die von der Decke herabwachsen. Das sind Basaltblöcke. Die kann man im Moment noch nicht weiterverarbeiten. Ich denke mal, da wird auch noch ein neuer Block zu kommen. Sieht aber als Bodenbelag, finde ich, auch schon mal sehr, sehr cool aus. Kann ich mir gut vorstellen, so als Pflastersteine oder so. Sehr, sehr nett gemacht. Und wir haben hier blaues Feuer. Denn dieses Biom ist allgemein ja so ein bisschen in bläuliches Nebel gehüllt. Und wenn ihr den neuen Block Soul Soil, also Seelenboden, anzündet, dann bekommt ihr dieses blaue Feuer. Das funktioniert auch in der Oberwelt. Also wenn ihr diesen Block abbaut, mitnehmt und in euren Kamin zum Beispiel packt, dann könnt ihr da tatsächlich blaues Feuer anzünden. Was ich gerade fast vergessen hätte, in den neuen Biomen gibt es auch ein neues Lebewesen zu finden, und zwar das Hoglin. Ein kleines Wildschwein-ähnliches Wesen, was so kleine lustige Schlappöhrchen hat. Das hat im Moment noch keine weitere Funktion, wird aber später als Nahrungsquelle dienen. Es gibt ja noch später ein Volk, was im Nether lebt. Das ist jetzt noch nicht mit drinne. Und das macht zum Beispiel Jagd auf dieses Hoglin. Aber allein das schon ist auf jeden Fall eine coole Sache. Hier haben wir auch nochmal ein paar von den größeren Fossilen aus den neuen Seelensandtälern. Und ich habe hier vorne mal vorbereitet. Hier gibt es einmal die ganzen neuen Holzblöcke noch, die man daraus craften kann aus den beiden Stämmen jeweils. Also aus dem Warped Stem hier rechts und einmal hier aus dem Crimson Stem da links. Da habt ihr nochmal die ganzen Bretter, die Stämme, die Stufen und Treppen und hier auch zum Beispiel Zäune und ja, die beiden neuen Türen finde ich auch sehr, sehr cool. Hier haben wir Knöpfe, Zäune und die Falltüren und die Druckplatten. Die gibt es alle neu. Was es auch noch neu gibt im Nether ist diesen Block hier. Das ist Ancient Debris, also eine Art antikes Erz, was ihr im Nether finden könnt. Das findet ihr relativ tief im Nether, also weit unten, meist unter der Lava. Und das auch gar nicht so häufig. Und das müsst ihr abernten mit einer mindestens Diamantspitzhacke. Und dann bekommt ihr dieses Ancient Debris als Block. Und das müsst ihr wiederum einschmelzen zu den Netherite Scraps. Da bekommt ihr jeweils 1:1 nur raus im Moment. Das wird bestimmt noch ein bisschen angepasst. Und dann könnt ihr daraus Netherite Barren craften. Ihr braucht 4 Scraps und 4 Goldbarren für einen Netherite Barren. Und aus dem Netherite Barren könnt ihr wiederum zum einen hier diesen Block of Netherite machen. Der, finde ich, sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Sehr metallisch. Besser als der Eisenblock auf jeden Fall. Und ihr könnt daraus die neue Ausrüstung herstellen. Ihr braucht nämlich sowohl für die Rüstung als auch für die Waffen und für die Werkzeuge jeweils eine Diamantvariante plus einen dieser Netherite Ingots. Also ihr braucht keine komplett neue Rüstung craften, sondern ihr upgradet eure Diamantrüstung. Und das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, finde ich. Das Ganze findet ihr natürlich auch im Kreativmodus und diese Rüstungen sind tatsächlich nicht viel besser als Diamant, auch die Waffen nicht, aber ab und zu doch so ein bisschen. Also das Schwert zum Beispiel hat 8 Angriffsschaden statt 7. Bei der Axt zum Beispiel habe ich gemerkt, die hat 10 statt 9. Die Rüstung selber hat keine besseren Rüstungswerte, aber mehr Rüstungshärte, das heißt, die ist stabiler, hält länger aus. Und sie hat Standfestigkeit. Das heißt, bei Knockback werdet ihr nicht zurückgestoßen. Oder nicht so doll. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein cooles Feature. Und was diese Ausrüstung übrigens auch noch ziemlich, ziemlich besonders macht, sie ist als Item immun gegen Lava. Also ihr selber könnt die Rüstung anziehen, würdet immer noch in der Lava ertrinken, würdet immer noch in der Lava sterben.
aber sie wird als Item nicht sofort in der Lava verbrannt. Das heißt, wenn ihr außerdem was in die Lava schmeißt oder ihr sterbt, dann schwimmt das Ganze einfach in der Lava. Ihr könnt es einfach wieder aufsammeln, vorsichtig natürlich. Und dadurch müsst ihr euch nicht jedes Mal diese Ausrüstung neu besorgen. Und ich muss sagen, ich finde diese Ausrüstung sieht auch mega, mega cool aus. Ich kann ja nochmal das Schwert dazu ausrüsten. Also diese neue Netherit-Ausrüstung macht auf jeden Fall was her. Finde ich cooler als zum Beispiel manche anderen Rüstungen. Ja, das ist die neue Ausrüstung. Ja, ansonsten haben wir jetzt endlich mal zwischen den Mauern keine Lücken mehr. Das heißt, vertikal ist das Ganze jetzt auch tatsächlich verbunden. Ihr könnt richtig schöne Mauern damit jetzt herstellen. Das ist eine kleine Veränderung. Es gibt einen neuen Locate-Befehl, und zwar Locate-Biom. Damit könnt ihr zum Beispiel die neuen Biome ganz einfach suchen, falls ihr sie noch nicht gefunden habt. Und dann könnt ihr einfach hier auf den grün markierten Bereich klicken und dann bekommt ihr ja direkt einen Teleport-Befehl dahin. Ja, tatsächlich bin ich ja gerade in diesem Biom. Finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Dann gibt es jetzt auch noch neu, finde ich richtig, richtig cool, hier blaue Fackeln, also mit diesem Seelenfeuer. Und passend dazu auch die Laterne. Die leuchten nicht ganz so stark wie die normale Variante, sehen aber auf jeden Fall auch ein bisschen spookiger aus, finde ich. Also kann man ganz gut so für Geisterhäuser oder so verwenden. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ich kann auch mal kurz ein paar weitere Crafting-Rezepte davon zeigen. Also hier die Laterne bekommt ihr aus einer Fackel und 8 Eisenklumpen. Und die Fackel wiederum, die bekommt ihr aus diesem neuen Soul Soil, also aus dieser neuen Seelenerde, dem Seelenboden. Und ja, Holzkohle und Stock oder halt normale Kohle. Ja, ansonsten gibt es aus manchen Sachen noch nichts zum Craften. Also dieser Basalt zum Beispiel hat noch keine Verwendung. Die Hocklins zum Beispiel droppen auch noch nichts. Und da wird es auf jeden Fall dann später noch ein paar Sachen geben. Bin ich gespannt. Aber für die erste Testversion ist das auf jeden Fall schon mal mega cool. Man soll ja später auch im Nether respawnen können. Das heißt, Betten werden auch im Nether verwendbar werden. Oder zumindest sowas ähnliches. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder oder in einem Livestream. Bis dann und immer schön fluchtig bleiben. Ciao.